Die Angelegenheiten im Islam. Denn der Islam ist vervollkommnet von Allah subhanahu wa ta'ala, vollendet. Du brauchst weder etwas hinzuzufügen oder etwas daraus zu nehmen. Und du bist nicht befugt. Und es ist verboten für dich, an den Islam etwas zu verändern. Rasulullah sallam warnt uns alayhi salatu wassalam vor den Gefahr. Welche Gefahr? Vor Erneuerungen. Auch wenn sie gut aussehen. Auch wenn du sie alles gut siehst. Trotzdem warnt davor Rasulullah sallam allgemein alayhi salatu wassalam. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wo Rasulullah sallam sagt, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Jede Erneuerung, jegliche Erneuerung ist eine Bid'a, sagt Rasulullah sallallahu alayhi sallam. Und jede Bid'a, jegliche Bid'a ist ein Dalal, ist ein Irrgehen oder Irrleitung. Und sagt, und jedes Irrleitung ist in der Hölle, sagt Rasulullah sallallahu alayhi sallam sinngemäß in diesem Hadith. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ عَضُّوا تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَكَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verkündet, dass es eine Spaltung geben wird, verkündet, dass Meinungsverschiedenheiten geben wird. Dann verkündet er sallallahu alaihi wasallam den Ausweg aus dieser Meinungsverschiedenheit, aus diesem Problem, die in der Umma heute liegt. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann nehmt euch in Acht. Wovor? Vor Erneuerung. Weil jede Erneuerung ist eine Bid'a, jede Bid'a ist eine Irrleitung, jedes Irrleitung ist in Jahannam. Das heißt, ist einfach die Bid'a, die Erneuerung zu vermeiden im Islam, ist ein Weg ins Paradies und ein Schutz vom Höllefeuer, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Dann befiehlt er alayhi salatu wassalam, zeigt den Ausweg, haltet euch an meine Sunna fest und die Sunna der rechtgeleiteten Khulafa, Kalifen. Und dann sagt er, haltet euch daran fest und beißt darauf mit den Zähnen. Lasst sie nicht los. Warum? Weil das der Ausweg ist. Das ist der Ausweg. Was ich damit einfach sage, meine liebe Geschwister, inshallah, ist nur eine kleine Nasiha, wollte ich eigentlich, inshallah. Hört nicht auf jeden. Ihr sollt einen Maßstab haben in Islam. Einen Maßstab haben für euch, alhamdulillah, jedes Mal, wenn ihr etwas hört, egal wer was gesagt hat, und ihr zweifelt daran, und diese Person hat keinen Beweis vom Koran und der Sunna, denn das ist unser Maßstab im Islam. Was mache ich? Ich stelle das, was ich gehört habe oder gelesen habe, vor Koran und Sunnah, wie Allah uns befohlen hat, subhanahu wa ta'ala, wenn wir in irgendeiner Angelegenheit im Islam, egal wie groß oder wie klein sie ist, wir haben in einer angelegten Meinungsverschiedenheit, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmin akhir. Das heißt, wenn wir Mu'minin sind, wie alle heute behaupten, wir glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, wir glauben an Yawm al-Qiyamah, wir glauben an den Tag des Gerichts, an den letzten Tagen, das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala, werden vor Allah stehen. Wenn wir das wirklich tun, dann sind wir verpflichtet von Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, diese Voraussetzung zu erfüllen, die beweist, dass wir Mu'minin sind. Wenn wir in irgendeiner Angelegenheit eine Meinungsverschiedenheit haben, dann sollten wir das vor Allah und den Gesandten legen und dort die Lösung suchen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und mit aller Liebe und Rahma versuchen wir, bi'idhnillahi azza wa jal, die Lösung darin zu finden. Wenn wir das nicht tun, dann dementieren wir unsere Aussage, dass wir Gläubige sind. Derjenige, der dies nicht tut, er dementiert mit seinem Verhalten, indem er es ablehnt, in die Lösung Quran und Sunna zu suchen, er dementiert und damit a'udhu billah seine Aussage, dass er gläubig ist. Denn Voraussetzung ist, dass wir legen es vor Allah und den Gesandten, das heißt, was heißt das? In Quran und der Sunna. Dort suchen wir nach einer Lösung. Ohne Probleme, ohne Streiterei. Wenn ich etwas falsch sage, oder ich sehe einen Bruder, der hat etwas falsch getan, und der glaubt, dass es richtig ist beispielsweise, wie verhalte ich mich im Islam? Ich muss wissen, wie ich mich zu verhalten habe im Islam. Beide müssen, derjenige, der den Rat gibt, der etwas Falsches gesehen hat, muss wissen, wie er es verändert, er muss weise sein, weil jeder, der Da'wah macht, ihr Allah subhanahu wa ta'ala, jeder, der Da'wah macht zum Islam, der Aufruf, ein Aufrufer zu Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zum Islam, diese Person ist wie eine wandelnde Apotheke, die Medizin hat und die er verteilen muss. Aber nicht jeder darf Medizin geben. Warum? Weil man muss sich auskennen mit der Dosierung und der Art und Weise und mit Krankheiten auskennen und mit der Dosierung und mit Heilmitteln auch auskennen, um das verteilen zu können. Nicht jemand kommt zu mir beispielsweise, er hat Migräne, gebe ich ihm Audible etwas gegen Blutdruck beispielsweise oder etwas anders. Das heißt, ich muss mich auskennen im Islam, wie ich den Ratschlag gebe,
welche Dosierung es ist und die Art und Weise, dass ich meinen Bruder im Islam oder meine Schwester im Islam nicht verletze. Denn ein reines Herz, liebe Geschwister, trägt keinen Hass in sich. Trägt keinen Hass in sich, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Sondern Rahme für alle, bi'idhnillahi jalla wa ala. Auch für die Tiere, auch für die Pflanzen, für die Bäume. So war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Person, die Da'wah macht und sieht etwas Falsches, muss es verändern mit Beweisen aus dem Koran und Sunna. Und derjenige jetzt, der verbessert wird, darf es auch nicht als Kritik sehen. Sondern er soll sich freuen, dass diese Person, die zu ihm gekommen ist und ihm diesen Ratschlag gegeben hat, ja, er soll Allah danken dafür, dass es solche Menschen gibt. Beispielsweise, ein ganz einfacher Beispiel, jemand sitzt jetzt gerade hier im Beispiel jetzt und wird von einem Skorpion fast gestochen. Eine giftige Skorpion. Ich gehe zu ihm hin und sage, ach, ich stehe auf, stehe schnell auf, denn da ist ein Skorpion. Und dieser Skorpion ist giftig, es kann tödlich werden. Es kann mein Bruder vergiften oder es kann meine Schwester vergiften. Also ich stehe schnell auf und schubse ihn zur Seite. Warum? Um sein Leben zu retten. Stellt euch vor, nachdem ich ihn gerettet habe, er steht auf, fängt an mich zu beleidigen und wird sauer, warum hast du mich gerettet? Das geht doch nicht. Eigentlich muss er aufstehen und dich in den Arm nehmen, dich küssen, dankbar sein, dass Allah dich geschickt hat, um ihn vor diesem bösartigen, A'udhu Billah, für diese giftige Skorpion gerettet hast. So ist normalerweise ein dankbarer Mensch. Und das, was ich damit sagen will, wenn dein Bruder dir sagt, pass auf, das ist falsch und das ist falsch mit Beweisen aus dem Koran und Sunna, nicht sauer werden oder kritisiere nicht deinen Bruder und fang an zu diskutieren, A'udhu Billah. Nein, sei dankbar. Danke Allah an erster Stelle und deinem Bruder im Islam, weil er dir diesen Weg gezeigt hat, Alhamdulillah. Der dich gerettet nicht vor einem Skorpion, sondern vielleicht vor einem falschen Weg, der dich vielleicht ins Höllenfeuer bringen könnte. Was ich damit einfach sagen will, inshallah, dass wir Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückkehren müssen zu Quran und Sunna und dort unsere Probleme behandeln, mit aller Liebe und Barmherzigkeit untereinander, inshallah, Rabbil Alamin, und uns nicht entfernen von der Quelle und nicht auf jeden zu hören, A'udhu Billah, der egal was er sagt, was mir gefällt, das muss nicht stimmen. Nicht jeder, der gut reden kann, sagt die Wahrheit und nicht jeder, der gut reden kann, ist auf dem geraden Weg. Sondern die Person, die uns was lehrt, inshallah, soll uns die Beweise bringen aus der Quran und Sunna, inshallah, Rabbil Alamin. Damit wir nicht irre gehen, denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, alaihi salatu wasalam, taraktu fikum min ba'di ma in tamassaktum bihuma lan tadhillu ba'di abada kitabullahi wa sunnati. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, ich habe in euch zwei Sachen hinterlassen. Zwei Sachen hat Rasul sallam für die Umma hinterlassen. Er sagt, wenn ihr euch daran festhaltet, dann werdet ihr nie irre gehen, sagte Rasulullah sallam. Und andere Riwayah, er sagte, alayhi salatu wassalam, Quran und Sunna sind untrennbar. Sie werden immer zusammen sein, bis sie mich treffen, yawm al-qiyama, am Hawd. Am Hawd heißt am Becken des Gesandten Allah sallallahu sallam, yawm al-qiyama, von der die Ahlus Quran und Sunna trinken werden, inshaAllah. Und nie mehr Durst haben werden. So, liebe Geschwister, inshallah, das war eine kleine Nasiha, inshallah, dass wir uns an Koran und Sunna halten müssen und nicht jeden blind folgen, inshallah, denn A'udhu Billah ist der Weg vom Shaitan und hört auf euch zu streiten und zu spalten und kehrt zu Koran und Sunna und sucht dort die Lösung mit aller Barmherzigkeit. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Und ich bitte um Verzeihung, wenn ich etwas Gutes gesagt habe, ist von Allah. Wenn es was Schlechtes ist, A'udhu Billah, es ist von mir, vom Shaitan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen recht leiten, inshallah. Und die, die nicht recht geleitet sind, auch recht leiten, inshallah. Möge Allah uns noch mehr Rechtleitung geben, inshallah. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala, wa jazakumullahu khair fürs Zuhören. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ash-shamsi wa duhaha.